Mein Name ist Joshua Fajardo. Ich bin 33-jährig, wohne in der Stadt Zürich. Ich bin ein technischer Projektleiter, also ein technischer Werdegang. Und bin selber spät migriert. Mit 12 in die Schweiz gekommen, komme ursprünglich aus Kolumbien. Und ja, seit jetzt über 3 Jahren, knapp 4, bei Caritas dabei. Nicht immer voll dabei, aber immer wieder, ja. Also, ich bin David, ich komme aus Eritrea und ich bin seit 2015 in der Schweiz und dann jetzt mache ich als Oberflächenpraktiker. Ich bin im zweiten Lehrjahr. Ich habe bald Prüfung. Ja, das bin ich. Das war meine erste Erfahrung in dem Projekt Incluso und habe ihn dafür begleitet durch die Lehrstellensuche und sind dann schlussendlich erfolgreich und er ist jetzt auch kurz vor seinem Abschluss als Oberflächenpraktiker. Genau. Die grössten Herausforderungen, denke ich, sicher der Zeitdruck. Zeitdruck ist immer eine Konstante, wo man dann im Hinterkopf hat, das Schuljahr läuft und läuft und Monate, Wochen gehen vorbei und wenn man nicht glaub, schnell erfolgreich ist, dann spürt man halt schon den Druck. Und ja, in unserem Fall, wir haben dann relativ spät, also kurz vor Sommerferien, haben wir dann Erfolg gehabt, oder David hat Erfolg gehabt mit der Lehrstelle. Und durch das ist natürlich der Druck immens gestiegen gegen Ende Jahr. Es ist auch nicht einfach gewesen. Wir haben sehr viele Bewerbungen geschickt. Er hat sehr viele Bewerbungen vorbeigebracht, persönlich schnuppern. Also wirklich die ganze Palette. Und das ist natürlich schon ist viel Arbeit gewesen und viel Druck. Und umso schöner halt, wenn es dann am Schluss gleich geklappt hat. Das war eine große Freude. Ja, das war Zeit war knapp für dieses Jahr. Und dann ist auch Lehrstelle zum Finden für mich war das Beste. Ich bin sehr gefreut. Ja, und für mich auch als die Person, die ich dürfen begleiten in diesem Prozess, hat mir auch vor allem Freude gemacht, dass ich ihn dürfen begleiten und dass wir das zum Erfolg gebracht haben. Und dass durch das und durch sein Engagement und alles, sein Aufenthaltsstatus sich durch das positiv verändert hat. Und das ist für mich so der grösste Erfolg gewesen, dass ich ihm zu dem können einen kleinen Teil dazu beitragen, dass es für seine Zukunft besser aussieht. Ja. Mein persönlicher Beweggrund ist, weil ich selber spät migriert bin, oder mehr oder weniger spät, mit 12. Und ich habe zu der Zeit, wo ich meine Lehrstelle suchen oder in dieser Phase war, habe ich die Unterstützung bekommen. Nicht aus dem Programm raus, aber auch aus dem Umfeld. Und das war für mich sehr wertvoll gewesen. Hat du das auch eine Fuß fassen in der Schweizer Gesellschaft, sage ich jetzt mal, auf der wirtschaftlichen Basis. Und hat das als sehr hilfreich gefunden und habe mich durch das jetzt immer noch ein bisschen verpflichtet gefühlt, ein bisschen zurückzugehen. Oder? Zuerst bin ich durch die Schule von Viventa bin ich gekommen. Wir sind von Incluso in die Schule gekommen. Sie haben uns gefragt, ob man will für die Lehrstelle zu finden oder wir werden uns schreiben zum Helfen. Das ist Unterstützung. Ja, wir haben Unterstützung von Incluso bekommen nachher. Das war freiwillig. Viele Leute haben wir wollen, haben ja gesagt. Nachher wir haben guten Kontakt gehabt. Dann sie haben uns mit den Mentoren verbunden. Und dann, ja, sie haben inklusive eine große Unterstützung für uns gemacht.